Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Jo. Wir haben jetzt die Wohneinheiten quasi fertig. Also den, ja, die Wohnquartiere, wie es ausschaut. Oh, da habe ich Essen vergessen. Ha, das muss ich mitnehmen. Ist das gerade gespawnt oder war ich blind? Hä? Da war doch nur Trinken da, oder? Boah, das muss ich sofort mitnehmen. Da gibt es sehr viel Riegel. 3 Stück, die muss ich unbedingt mitnehmen. Ich trinke auch mal was. So, hoppala. Dann hat der nämlich Platz. Passt genau. Was wollte ich sagen? Richtig, mir fehlt ein Code. Mir fehlt ein Code für die Kabine 1. Den finde ich hier nicht. Das heißt, der muss woanders sein. Im optimalen Fall. Das heißt jetzt auch, dass ich mich hier, ui, verdrücken darf. Und einen anderen Raum erkunden kann. Ich würde sagen, Maschinendings wäre machbar. Hier schwimme ich mal noch kurz durch. Ich könnte die Taschenlampe noch schnell hier irgendwie so. Taschenlampe noch verwenden. Und schauen, dass ich hier durchkomme. War da oben was? Ui, zurückgelassene PTA. Nettes Angebot. Muss man kurz auftauchen. Ui, da habe ich ja was übersehen. Nettes Angebot. Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug auf der Außenhülle gemacht. Nun, jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreichen und die Arbeit am Tor beginnt. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge? Dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft wirklich anfühlt, wenn du keinen Asteroiden mit deinen bloßen, mechanisch verstärkten Händen zerschlagen kannst. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig. Besuch mich in Kabine Nummer 1. Zugangscode 1869. Ich muss nochmal zurück. 1869. Ha! Siehste? Habe ich jetzt nochmal Glück gehabt. Halleluja! 1869. Ich muss schnell dorthin. Sprint, sprint, sprint. 1869, nicht vergessen. Ich meine, ich kann es nachlesen, aber... Hupf, hupf, hupf. Upa, so. 1869, 1869. Ich freue mich gerade, dass ich das noch gefunden habe. Das war hier. So. Also, das Licht brauche ich jetzt gerade nicht, denn auch nicht. 1869. Sehr nice. Juhu, ich freue mich, ich freue mich. Super. Desinfiziertes Wasser, Medikit, Reisetasche. George Plüschtier. Blaue Kappe. Zugelassene BTA. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehungen. No Signal. Ah. Okay. Ich bräuchte Platz. Schon wieder. Das ist jetzt gerade ein bisschen ungut. Okay. Was mache ich jetzt? Ich trinke mal das hier. Jetzt habe ich Platz für ein Drum. Vielleicht sollte ich hier zurückkommen, wenn ich mehr Platz habe. George Plüschtier. Nicht kompatibel mit Schutzanzügen. Ich wollte es mal probieren, ne? Ja, ich weiß, da muss ich irgend so ein Upgrade für einen Anzug dran bringen. Scheibenkleister. Okay, ich habe keinen Platz. Da muss ich später nochmal kommen, vielleicht. Aber die BTA könnte ich noch lesen. Da war, die war da, 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 da. Wo ist die denn? Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehungen. Da. Aller guten Dinge im Leben sind Handelsgüter.
Wir handeln mit Liebe, genauso wie wir Aktien kaufen und verkaufen. Boah, das ist hart. Wir investieren in zwischenmenschliche Beziehungen, wenn es einen Ferntauschwert gibt. Unterstützung, Motivation, Zuneigung, nichts Gutes ist wirklich umsonst. Kämen alle materiellen Güter der Föderation von einem einzelnen Händler, würde das ein gefährliches Monopol erzeugen. Persönliche Beziehungen sind dasselbe. Es ist wichtig für die Menschen, ihre Bedürfnisse aus unterschiedlichen Quellen zu decken. Wenn jemand eine bessere Quelle für das findet, was benötigt wird, verletzen sie ihren ursprünglichen Lieferanten nicht, indem sie ihre Einkaufsvereinbarungen ändern. Boah. Wenn ein Beziehungspartner sich bedroht oder eifersüchtig fühlen sollte, muss er sich sein eigenes Geschäftsmodell betrachten und fragen, ob es wettbewerbsfähig ist. Für Verbesserungen ist dabei immer Spielraum. Also das ist schön, oder? Ah, das Logbuch des Captains habe ich auch noch nicht, ne? Ladeprogramm. Größe, ein Spieler, Captain Hot Dog. Ein Spiel? Karten. Ressourcen normal. Du erforscht einen ruhigen fremden Flussarm. Als das Schiff, in dem du angekommen bist, implodiert. Das müssen spinnenartige Nierendiebe sein. Schnell, was wirst du tun? Abschlussstelle suchen, fremde Pflanzen anbauen. Tektonische Implodierer benutzen, nicht verfügbar. Kann ich da was anklicken? Nö. Also einfach nur so. Hä? Okay. Okay. Ciao. Ja. Ich kann hier nichts mitnehmen. Ich wollte eigentlich das Plüschi-Tier hier mitnehmen. Ah, ich kann das kennen. Hä, da war gerade irgendwas zum Scannen. Habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir eingebildet scheinbar. Huch, ich dachte gerade. Aber da ist nichts. Nein. Das war ein... Ja, keine Ahnung. Muss ich irgendwann nochmal herkommen wahrscheinlich und das alles abholen. Jetzt habe ich überhaupt keinen Platz dafür. Na gut, das hätten wir auch. So, ein weiteres Mal. War da jetzt gerade... Au, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte gerade schauen, ob der Mistkübel hier eventuell was zum Scannen bereithält, aber nein. Gut. Die Wohnräume, das hätten wir. So, ein weiteres Mal hier durch. Ein bisschen Licht. Ein bisschen durch hier. Hier oben ist eh nichts, ne? Nein. So, dann hier weiter. Hier weiter, hier weiter, 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 weiter. Jetzt kann ich wieder nach oben gehen normalerweise. Hier unten ist ja auch nichts, was weitergeht, ne? Nein. Das heißt, ich kann jetzt mein Glück wieder hier oben probieren, theoretisch, ne? So. Hier ist auch nichts. Ups. Hup, hup, hup. So. Dann schauen wir mal. Scanner auspacken. Geht hier noch irgendwo was? Weil ich hätte schon noch gern, ehrlich gesagt, das mit dem Docks hätte ich schon noch gern. Ich hatte halt gehofft, dass ich das hier auf der Aurora lernen könnte. Ist das gut, wenn das hier brennt? Ich glaube, ich will das lieber mal zu löschen hier. Au. Da oben brennt. Das schaut nicht gesund aus. Ich brauche Licht. Den hier hatte ich ja schon, ne? Hier drin ist soweit nichts.
So, Tisch habe ich ja auch schon. Ich habe keine Ahnung, ob es hier was geben könnte. Okay. Hoppa. Der ist schon wieder leer. Kann ich gleich ersetzen. 100. 1, den kann man wegschmeißen. So. Ich schaue mich mal nur mal um hier, ne? Aber da schaut eh aus, als wenn nichts wäre. Wer hätte denn das gedacht? Finster ist es hier auch schon wieder. Nehmen wir halt Licht. So. Gut. Soweit so gut ist hier mal nichts. So, tap, 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 tap. So. Ho, ruck. Ho, ruck. So, Frachtraum 3. Verwaltung. Ah ja, jetzt sind wir hier oben wieder, genau. Richtig. Jetzt schaue ich mich hier nochmal kurz um, ob es hier noch wo was zum Entdecken gibt. Für uns. Da ist einmal nichts, ne? Scannenmäßig noch irgendwas? Glaube ich nicht. Nobody know. Nein. Okay, dann sind wir hier auch schon mal fertig. Luftschleuse, ja. Luft gibt es hier genug. So, jetzt sind wir hier draußen wieder. Jetzt ist die Frage, geht das hier noch irgendwo weiter? Das kann ja noch nicht alles gewesen sein, oder? Oder doch? Wow! Huch! Das wollte ich nicht. Ups! Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Es wäre halt echt schön gewesen, wenn wir noch so was Tauchdock-mäßiges gefunden hätten. Aber wahrscheinlich ist das nicht möglich. Oder es wäre zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ah, da fällt mir gerade was anderes ein. Wir haben ja auf unserer, wo unser Zuhause halt ist, ne? Da haben wir ja doch eine Alien-Station gefunden. Da hieß ja auch irgendwas, dass wir da 200 Meter tief tauchen müssen oder so, ne? Da vielleicht dann auch noch was ist für uns. Und wo bin ich hier jetzt bitte gelandet? Wenn ich sprinte, kann ich keine Taschenlampe benutzen. Das ist auch sehr vernünftig. Hier ist auch nichts, ne? Schaut nicht so aus. Ich wollte nur mal schauen, weil ich hier rüber konnte. Hier unten wäre Wasser. Probiere ich einfach mal mein Glück, oder? Bleh. Kann man hier noch irgendwo rein? Geht das? Ich hätte nämlich noch gern das Tauchdock, wenn möglich. Falls man das hier kriegen kann. Ja? Nein? Vielleicht? Was, das ramponiert hier. Ja, ja. Alter Schwede, ne? Hier scheint auch nichts zu sein.
zumindest alles kaputt halt, ne? Ja. Ich werde mal kurz nach Möglichkeit Luft holen. Komme ich dann nirgendwo mehr hoch? Das saufe ich hier noch, wenn es so weitergeht. Mysteriös. Kann ich hier Luft holen, bitte? Ja, Glück gehabt. Komme ich mal zumindest raus wieder? Ah. So. Werde ich mal unser Möttchen hier aus wieder in Betrieb nehmen. So. Licht. Das ist, glaube ich, schon vernünftiger, wenn ich mit der Kleinen hier, mit unserer Seemotte, versuche, hier was zu entdecken. Wow. Au. Entschuldigung. Ja. So kaputt, ne? Vielleicht kriegt man... Also gibt es hier noch irgendwo was... für uns? Zum Scannen und Anschauen. Ganz unten zum Beispiel vielleicht. Eventuell. Wissen kann man es ja nicht. Hm. Schaut aber nicht aus, oder? Nur eine weitere Sackgasse, ne? Boah, wenn das einstürzt, bin ich erledigt. Ich glaube, da sind wir fertig, ne? So viel zum Tauchdock. Kann ich mir jetzt aber gut vorstellen, dass ich das wahrscheinlich eventuell bei den Aliens dann finden könnte. Kann ich mir zumindest recht gut vorstellen. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich steig hier mal kurz aus. Ja. Einen kurzen Scanner auspacken. Ist hier irgendwas Besonderes? Schaut nicht so aus, ne? Es ist nur Metallschrott. Noch mehr Metallschrott. Ein bisschen Erzel. Hey, da hat meine Seemotte. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ich glaube, ich muss es reparieren. Alter, der hat fast meine Motte kaputt gemacht. Alter Schwede. Ich glaube, wenn der mich trifft, bin ich tot. Huch. Uah. So viel dazu. Hallo. Ja, du bist hässlich. Um Gottes Willen bist du hässlich. Kann ich irgendwas machen? Ich bin mal weg. Oh mein Gott, ist der hässlich. Oh mein Gott, ich fahre mal rückwärts, ne? Da ist irgendwo ein Leviathan. Ich bin mal weg. Au. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin schon weg. Tschüss. Alter. Alter, Hilfe.
Alter, Hilfe, ist der noch irgendwo da? Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Alter. Ne, wir dann. Okay. Mal in die Wasseroberfläche. Okay. Wow. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Puh. Blödes Mistviech. Echt. Okay. Aurora ist gleich mal fürs Erste... abgeschlossen. Puh. Alter, ich fliege jetzt mal raus. Ich fahre jetzt mal raus. Ich düse jetzt mal weg hier. Das ist genug. Das Stofftier muss ich dann noch holen gehen. Das will ich unbedingt noch haben. Ich habe da mal keinen Platz im Beutel. Boah, Alter. Also, Mistviecher gibt's hier. Es ist fürchterlich. Jetzt gehe ich mal die Taschen ausleeren. So. Ja. Und dann... Das nächste, glaube ich, was ich machen werde, ist tatsächlich nochmal zu den Aliens dann hin. Und sie dann... ich sehe überhaupt nichts da. Und sie dann... die Richtung wäre besser. Und dann schauen, ob wir dort vielleicht die Baupläne für das Tauchdock kriegen. Ich werde sowieso runter tauchen müssen, glaube ich. Da hat irgendwas damals gemeint mit 200 Meter Seetiefe, irgend sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. So. Puh. Die Motte muss ich jetzt noch reparieren, nochmal ganz schnell. Wenn wir jetzt hier in Sicherheit sind. Ja. Das war jetzt schon gefährlich. So. Endlich zu Hause. Aussteigen. Und nochmal unser Gerät reparieren. Boah. Das war jetzt schon ein bisschen heftig. So. Mistviech. Passt. Genau. Ausklären. So, hoppala. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ui. Ja, danke. Hier, das kannst du mal haben. Eines behalte ich. Das kommt weg. Jo. Leere Batterien. Wenn ich welche habe. Da. Eine nur. Passt. Okay. Ja. Kupfer kann ich wieder hier rein tun. Sehr gut. Feuerlöscher habe ich noch genug. Passt. Ich könnte jetzt nochmal zurückgehen und den Teddybären versuchen zu holen. Ja. Ich glaube, ein paar Batterien kann ich hier mal bunkern. Vielleicht auch zwei Feuerlöscher. Oh, hoppala, das war der angebrauchte. Den will ich verbrauchen. Einen lasse ich auch hier. Ja. Ich glaube, so geht's. Alter Schwede. Na. Würde ich sagen, gehe ich nochmal ganz fix das Plüschtier holen. Und dann im nächsten Part würde ich sagen, versuchen wir nochmal das Alien-Gebäude anzuschauen. Ich glaube, da war ich auch nicht überall. Oder doch? Oder ich kann die vertauchen und von unten irgendwo was machen. Keine Ahnung. Werde ich mir das dann noch anschauen. Und ja... Dann werden wir mal anfangen, schauen wegen Bauen, ob da schon irgendwas geht. Ob wir da schon was auf was hinarbeiten können. Auch die Flucht vom Planeten ist auch eine Idee, ne? Das ist ja auch eine Idee. Ich sehe nichts mehr.
muss mal auftauchen. Ich weiß gerade nicht, wo die Aurora ist. Die ist nicht da. Die ist, hä? Bin ich vorbei? Da drüben. Hoppala, bin ich leicht abgedriftet. So, ich hoffe, dass wir das Viech jetzt nicht nochmal begegnen. Ich will versuchen, die Seemotte etwas besser zu parken. Jo. Alter, so ein Ungetüm. Muss das sein? Jo, passt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch das Plüschtier holen in dem Raum da in den einen. Sollte mir irgendwas auffallen, dass wir hier bei der Aurora weiterkommen würden, machen wir da weiter. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, bei dem Alien-Dings wiedersehen, glaube ich. Jo. Ach, du liebe Zeit. Nass. Also Viecher, Ungetüme gibt's hier. Ich freue mich schon, wenn ich dann hier drinnen scannen kann, in der Seemotte zum Beispiel, dass wir dann, glaube ich, eine kleine Erleichterung sein. Das Viech ist scheinbar immer noch hier. Nicht gut, gar nicht gut. So. 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 Also, hoppala. Ich will aussteigen. So. Gut. Ich bin damals, glaube ich, hier irgendwo hochgekommen, glaube ich, ne? Wow, ouch. Ah, ist ja wurscht. Bäh. Geh weg, du Viech. Ist ja wurscht. Ich mach den Umweg. Ist egal. Puh. Mistviech. Echt. Ja, wie ging das jetzt noch schnell mit dem Umweg? Ich glaube, darüber musste ich, ne? Hier irgendwie? Ich brauche Licht. So. Nein, nicht den Scanner, ich brauche Licht. So. Dann hier hoch, glaube ich, war's. Puh. Noch weiter hoch geht's ja, glaube ich, nicht. Na. So, dann. Das war jetzt hier runter, glaube ich, ne? Und irgendwie da so seitlich durch, kommt mir vor, da vorne. Wäh. Ja, würdest du mich da jetzt da... Danke. So. War das nicht hier irgendwie so? So. So war das, ne? Jetzt, genau. Jetzt kann ich hier rüber. Hier irgendwie raus mal. So. Hier hoch, genau. Trinken muss ich auch was. Prost, zum Wohl. Essen habe ich keins mehr mit. Oh doch, ein Drum. Stimmt, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ein Drum habe ich noch mit. So. Ein weiteres Mal hier und jetzt das letzte Mal, aber voraussichtlich hier. Hier war das. So, also, du kommst mit. Du kommst mit. Das kommt mit. Na, die Tasche wollte ich nicht haben, aber ist ja wurscht. Nehmen wir sie halt auch mit. So, jetzt müsste es alles sein. Theoretisch. So. Puh. Passt. Na gut, ihr Lieben. Haben wir das auch noch hingeferkelt. Na, Sachen gibt's. Aber jetzt weiß ich hier tatsächlich nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man hier noch irgendwie, aua, höher irgendwo rauskommt oder so. Das wäre halt auch praktisch, wenn das Tor hier aufgehen würde. Kann ich sowas scannen? Ich will immer alles scannen, scannen, scannen und noch mehr scannen. No. Hier drin ist ja auch nichts. Nein, nein, nein. Nein.
Ja gut. Dann schleiche ich mich wieder irgendwie, ne? Da oben müsste es, glaube ich, eh gleich rausgehen. Dann kann ich mich wieder mutig in die Tiefe stürzen. Ich glaube, hier... Hier bringt es mir ja auch nichts mehr, ne? Na, hier geht es auch nicht weiter. Geht nur da. Hier habe ich ja eh alles durch. Da geht es nicht tiefer. Nein, ich glaube wirklich, wir können vielleicht bei den Aliens vorbeischauen nochmal. Und schauen, ob wir da noch irgendwas Brauchbares lernen können oder so. Ansonsten wüsste ich auch nicht. So. Das heißt, das Spiel ist quasi beendet, wenn wir es geschafft haben, diese Rakete zu bauen und von hier zu verschwinden. Aha. Gut zu wissen. Hu, 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 hu. Freiheit! Da gibt es ja auch kein Räumchen mehr, ne? Nein. Na. Passt. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten Part werden wir uns höchstwahrscheinlich, weil Vorräte haben wir noch, dann bei den Aliens treffen, ne? Ihr Lieben, Heureka! Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wollte nur schauen, ob das Blüschtier dabei ist. Ja. Also dann, tschüssi.